Stellt euch vor, ihr seid perfekt für den Sommer vorbereitet. Egal ob Abenteuer, Notfälle oder Alltag. Mein Sommergear Setup 2024 bietet alles, was ich für warme Tage brauche. Und was das mit EDC und meinem Motto allzeit bereit zu tun hat, erfährst du hier im Video. Bleib dran, denn meine besten Tipps gibt's gleich hier. Moin und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist André. Heute dreht sich alles um mein Sommersetup. Ich gehe keinen Tag ohne Rucksack oder Bauchtasche aus dem Haus. Allzeit bereit ist hier das Motto. Das geht über klassisches EDC hinaus, wie ihr aus meinem Basic-Video kennt. Wenn nicht, der Link ist in der Videobeschreibung, sowie alle weiteren Links, wenn ihr euch für etwas interessiert, aus dem Video. In diesem Gear-Check zeige ich euch Dinge, die für mich sinnvoll sind, die ich aber nicht täglich brauche. Sie sind dennoch zweckmäßig und oft im Einsatz. Vielleicht ist ja etwas dabei, das euch inspiriert. Ich will für alle Worst-Case-Szenarien gewappnet sein. Sei es ein plötzlicher Wetterumschwung, Selbstverteidigung, Dunkelheit, Stromausfall oder eine Panne am Bike. Darum soll es bei meinem Sommer-Gear-Check gehen. Denn sowohl im Winter als auch im Sommer schleppe und trage ich anderen Kram mit mir rum. Jetzt schauen wir uns mein komplettes Sommer-Setup an. Kleidung, Tools und sonstiges Gedöns. In diesem Sinne, legen wir los. Als erstes starten wir mit meinem E-Bike. Nein, ich bin nicht faul. Und ja, es wäre sportlicher für mich. Aber für sowas habe ich auch noch ein normales Mountainbike. Ich wohne auf dem Dorf und bin schnell damit zur Arbeit. Außerdem habe ich kein Auto. Mein Interesse daran ist gleich null und somit bin ich definitiv klimaneutraler als diejenigen da draußen, die es behaupten. Und nein, ich bin kein Grünwähler. Es ist einfach praktischer und schneller mit dem E-Bike, wenn ich meinen Kinderanhänger dran habe. Ich spare Zeit, das Kind freut sich, wenn wir schneller sind und ich komme nicht klatschnass an. Ein kleines EDC fürs Bike darf natürlich auch nicht fehlen. Kommen wir jetzt zur Luftpumpe und Pannenspray. Es hat mir schon mehrfach geholfen, wenn ich unterwegs eine Reifenpanne hatte. Einfach aufsprühen, kurz warten und weiterfahren. Aber bevor ich das Pannenspray einsetze, kommt immer zuerst meine elektrische Luftpumpe zum Einsatz, um zu checken, ob ich wirklich ein Loch habe oder einfach nur das Ventil nicht dicht war. Aktuell teste ich eine neue Taschenlampe, die ich jetzt schon hart feiere. Der kleine Schlingel mit 1200 Lumen Power wurde mir bereitgestellt von Trustfire. Fun Fact, dieses Teil war auf meiner Wunschliste und vor ein paar Wochen bekam ich eine Mail. Und zack, Gelegenheit genutzt. Ein ausführliches Review kommt selbstverständlich auch noch zu der Lampe. Wenn dich das Powerteil interessiert, schau in der Beschreibung nach und nutze den Code KL20 und spare nochmal 15%. Auch das immer am Start, meine Swisscard. Ebenfalls schon ein paar Mal erwähnt. Und in einem extra Video nehmen wir das Ganze auch nochmal genauer unter die Lupe. Die Karte dient für mich als Backup. Auch ich bin öfters mal ein Dulli und verpeile mein EDC einzustecken. Aber das Portemonnaie mit Karte habe ich immer am Start. Leichte Handschuhe habe ich auch immer am Start. Und zwar die Mechanics Vent. Einmal, falls es doch kühler wird auf dem Bike, aber eher zum Einsatz kommen sie, wenn ich mit meiner Tochter rausgehe und wir in der Natur ein bisschen eskalieren. Und öfters auch mal beim Training, um die Hände zu schützen. Für ein kommendes Video habe ich sie auch auf dem Schießstand ausprobiert. Das werdet ihr aber erst in den nächsten Wochen sehen. Wer das also nicht verpassen möchte, jetzt ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren. Kommen wir zu einem weiteren Gadget, das werde ich auch nicht ändern, denn nach wie vor habe ich meine Minitasche. Hier habe ich das Wichtigste für mich schnell zugriffbereit. Minimesser, kleine Lampe, Pflaster, Haargummis. Wenn du mehr davon sehen möchtest, schau dir mein EDC Basic Video an. Das Helikon Tex Top Cool Shirt Light ist perfekt für den Sommer. Es ist luftig, leicht und schnell trocknend. Das Shirt besteht aus einem speziellen Material, das Feuchtigkeit schnell ableitet und dadurch den Körper kühl und trocken hält.
Ideal für Outdoor-Aktivitäten, da es auch bei schweißtreibenden Unternehmungen angenehm zu tragen ist. Eine passende Kopfbedeckung darf natürlich auch nicht fehlen. Perfekt für heiße Sommertage und sieht dabei auch noch cool aus. Und hält den Kopf auch bei hohen Temperaturen angenehm kühl und ist ein sehr guter Sonnenschutz. Kommen wir jetzt zu meiner absoluten Lieblingshose. Die 511 Strike TDU Hose mit 4 Wege Stretch. Nicht zu klobig, nicht zu dick. Die Hose ist ultra flexibel und besteht aus leichtem, aber robustem Material, das Bewegungsfreiheit und Komfort bietet. Sie verfügt über zahlreiche Taschen, die ausreichend Platz für die Ausrüstung und persönliche Gegenstände bieten. Ich kann mich damit sehr gut bewegen, auch bei komplexen und anspruchsvollen Aktivitäten. Die Mini-Powerbank darf selbstverständlich nicht fehlen. Kennt ihr auch schon aus meinen anderen Videos. Klein, handlich und mit genügend Power, um dein Smartphone oder andere Geräte unterwegs aufzuladen. Sie passt in jede Tasche und ist daher ideal für unterwegs. Leichte Socken dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die M-Tech Herrensocken für warme Tage. Atmungsaktiv und angenehm leicht bieten sie optimalen Tragekomfort. Kommen wir jetzt zu dem Thema Hemden. Ich habe 2 Varianten an Hemden für den Sommer, die ich perfekt finde. Das Helicon Tex Woodman Shirt ist ideal für Bushcraft und flexible Outdoor-Aktivitäten. Mit vielen Taschen und robustem Material ist es perfekt für den Einsatz im Gelände. Und ist mit zahlreichen praktischen Taschen ausgestattet, die Platz für EDC-Tools und andere Utensilien bieten. Das Helicon Tex Defender MK2 Gentleman Shirt ist stylisch und funktionell zugleich. Es bietet eine hohe Atmungsaktivität und verfügt über nützliche Taschen, was es ideal für den täglichen Einsatz macht. Das Shirt besteht aus leichtem und strapazierfähigem Gewebe, das für maximale Bewegungsfreiheit sorgt. Klein, praktisch und robust. Weniger ist mehr. Der Tasmanian Tiger Hip Belt kombiniert Funktionalität mit schlichtem Design. Egal ob beim Wandern, Camping oder in der Stadt. Der Hip Belt ist ein flexibler Begleiter für alle Abenteuer. Und mein absoluter Lieblingsgürtel. Für den Fall der Fälle ein leichter Poncho. Den hatte ich auf der Bayern-Tour dabei. Als wir vom Kreuzheck runter sind, gab es einen Wetterumschwung. Das Teil schnell rausgeholt und die Tour weiter genossen. Der Poncho ist leicht und kompakt, passt in jede Tasche und bietet bei Bedarf schnellen Schutz vor Regen. Sehr cooles Teil. Eine Sonnenbrille darf natürlich auch nicht fehlen. Hab 2 Modelle davon. Beide sind top. Keine besondere Marke, einfach zweckmäßig und kosten nicht viel Geld. Und selbstverständlich auch für den Sommer immer am Start, mein Schweizer. Die wichtigsten Funktionen für mich sind eine große und kleine Klinge, eine Schere sowie eine Zange. Ein neues, größeres Modell habe ich von meiner Mutter bekommen. Bin damit ein paar Tage in der Hosentasche rumgelaufen und dann aber wieder auf mein kleines umgestiegen. Da der Neuzugang mir für die Hosentasche etwas zu klobig ist. Wenn es kühler wird oder leichter Regen einsetzt, kommt die UF Pro Hunter zum Einsatz. Auch an kühleren Tagen beim Outdoor-Training ist das Teil mega flexibel und für den Einsatz konzipiert. Die Jacke besteht aus einem robusten und wasserabweisenden Material, das Schutz vor Wind und Regen bietet und ist mit zahlreichen Taschen ausgestattet, die ausreichend Platz für Ausrüstung bieten. Und auch hier bei komplexen Bewegungen ein Top-Begleiter. Die Helicon Tex Gunfighter-Jacke ist für kältere und nassere Bedingungen und ist dabei auch noch angenehm zu tragen. Die Jacke besteht aus einem strapazierfähigen Shark-Skin-Gewebe mit Windblocker-Membran und ist mit einer Kapuze und mehreren Taschen ausgestattet, die Platz für genügend Ausrüstung bieten. Und wenn jetzt wieder die Frage kommt, warum als Zivilist Multicam? Einfach, weil ich es geil finde. Kommen wir zum Schuhwerk. Bin zwar ein Fan von knöchelhohen Schuhen, aber im Sommer sind diese Merrell-Schuhe sehr angenehm. Sie bieten guten Halt und sind dabei noch leicht und atmungsaktiv. Mein Favorit Daypack für den Sommer. 20 Liter und immer alles drin, was ich brauche. Ebenfalls kommt auch nochmal ein ausführliches Video zu diesem Daypack. Ich habe ja mal eine Abstimmung gemacht und da war es jetzt unter den Top 3. Mein Standard Medikit habe ich auch schon öfters in ein paar Videos erwähnt. Nur primär für den Sommer packe ich da noch Autan gegen die Flugviecher und Zecken rein. Und Fenestil, wenn man doch bei einer Attacke schwer verletzt wird. Und die Sonnencreme darf auch nicht fehlen. Alles hier habe ich umgefüllt, damit ich nicht die großen Flaschen mitschleppen muss. Die kleinen Teile hier sind echt praktisch. Findest du natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Ein bestimmter Patch darf selbstverständlich nicht fehlen.
mein täglicher Begleiter um die Hüfte oder Oberkörper. Schon vielfach erwähnt in meinen Videos, die Bauchtasche von Tasmanian Tiger. Sie bietet genügend Platz für wichtige Ausrüstungsgegenstände und ist dabei auch noch bequem zu tragen. Auch hier habe ich in meinem EDC Basic Video schon einiges dazu erzählt. Das Teil ist für Momente, wo es wirklich mal bremslich werden sollte. Deswegen ist eine 2000 Lumen Lampe drin und ein Tactical Pen, sowie mein Glücksbringer. Außerdem habe ich noch reichlich Platz für Kleinkram, den ich nicht woanders verstauen möchte. Jetzt bin ich neugierig. Hast du ein EDC oder ein Setup, das du den Jahreszeiten anpasst? Oder bleibt es das ganze Jahr über gleich? Und ja, dazu zähle ich jetzt auch Kleidung, nicht nur Gadgets. Hau es mal in die Kommentare, ich bin neugierig. Vielleicht ist da ja auch was Interessantes für mich oder für einen der Zuschauer dabei. Das war mein Sommergear Setup 2024. Ich hoffe, ihr konntet einige nützliche Tipps und Inspirationen mitnehmen. Das sind natürlich meine Tools, meine Kleidung nach meinem Geschmack und selbstverständlich an meinen Bedarf angepasst. Deswegen bin ich ja so neugierig, was bei euch im Setup ist. Also nicht vergessen, einmal schön in die Kommis hauen. Vergesst nicht, das Video zu liken und den Abo-Button zum Glühen zu bringen. Und denkt dran, alle Links findet ihr in der Textbeschreibung oder als Kommentar angepinnt. In diesem Sinne, allzeit bereit, haut rein.